Was präsentieren Sie den Besuchern in Meerbusch auf der Baumesse? Wir präsentieren unsere neuen Elektromobile. Ja, es handelt sich hierbei um Elektrokleinstwagen, die dafür sorgen, in der Stadt ja, mobil zu sein. Es geht nicht darum, damit im Urlaub zu fahren, sondern es geht eigentlich für 90% der täglichen Bewegung, um zur Arbeit zu fahren, zum Einkaufen, die Kinder zur Schule zu bringen. Dafür sind diese Fahrzeuge ideal. Was erspare ich dadurch mit diesen Einsatzmöglichkeiten? Ich habe bei diesen Fahrzeugen natürlich überhaupt gar keine Parkplatzprobleme. Ich habe null Emissionen, habe keine zusätzlichen Batteriekosten und kann dieses Fahrzeug an jeder haushaltsüblichen Steckdose aufladen. Also ich brauche keine Infrastruktur, die nicht da ist. Eine Steckdose hat jeder. Wie sieht es steuerlich aus? Steuern habe ich gar keine. Wir fahren diese Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen. Das heißt, ich kann mit altem Führerschein Klasse 4 oder neu MH fahren. Natürlich auch jeden anderen, also alte Führerschein Klasse 3 für PKWs, für Motorradführerschein, alles gar kein Problem. Ist fast von jedem zu fahren. Die Reichweite von den Fahrzeugen ist erstmal unterschiedlich. Unser Sunliner, das ist dieses Dreirad, hat eine Reichweite von 70 Kilometer und der Sunny Boy, das ist hier der türkisfarbene, hat eine Reichweite von 150 Kilometer. Wobei die Reichweite eigentlich egal ist, wie gesagt, man lädt den über Nacht auf. Ladezyklus ist 8 Stunden an einer normalen haushaltsüblichen Steckdose und die Preise für eine Vollladung liegen ungefähr bei 80 Cent bis 1 Euro. Der Sunny Boy können wir mit 2 Personen fahren. Bei dem Sunliner, das ist das kleinere Fahrzeug, der ist sogar zugelassen für 3 Personen. Ja, da sitzt man versetzt, darum geht das. Das heißt, bei Anschaffungskosten rund? Der Sunny Boy kostet 13.900 Euro, das ist dieser grüne. Und der Sunliner kostet 6.890 Euro. Und in diesem Preis ist auch die Batterie schon integriert. Also wir haben keine zusätzlichen Kosten mehr. Wo kann man die Autos dann erhalten? Also wir haben 2 Niederlassungen, eine in Fulda und eine in Duisburg. Wir arbeiten auch gerade an einer Niederlassung in Krefeld. Unsere Internetadresse ist www.e-sunliner.de. Kann man alle weitere Informationen sich abholen und ansonsten uns einfach anrufen. Probefahrt, gar kein Problem, alles machbar.